frage mich halt auch, wie das halt. Ich bin ja halt noch auf einer relativ alten Variation, also von vor 9 Monaten, glaube ich. Oh Gott. Von daher, ich bin noch gerade unsicher, ob das. Ob das auch in Zukunft Sinn macht mit. Gut, also prinzipiell gesehen macht das halt schon. Kann man halt mit Map Mods halt schon fahren, nur muss man halt dann auch. Halt solche Einbuße machen, dass man halt vielleicht nicht rauskommt, ohne die Konsole zu nutzen. Weil es halt einfach. Weil sie halt einfach nicht ausgelegt sind auf Dings. Wobei, kann natürlich auch sein, dass jetzt die. Die Map mittlerweile auch ausgebaut wurde oder verändert wurde für. Längere LKWs oder Gigaliner. Beziehungsweise für Gigaliner, meine Güte. Aber diese Ausbaustufe. Auf jeden Fall nicht. Auch nicht für Tandems. Oder war das mit dem Tandem? Ich weiß es gerade selber gar nicht mehr. Ich meine schon. Meine Katze, die liegt jetzt neben meinen Füßen und zwar neben meinem linken Fuß und schlummert vor sich hin oder döst. Je nachdem. Scheinbar hat sie jetzt, weiß sie jetzt, was sie wirklich wollte. Ich bin. Ich bin 24. Und ja, ich musste überlegen. Eigentlich wie jedes Jahr oder wie jedes Mal, wenn ich gefragt werde. Am 25. September. 50 und rote Ampel. So, in Hoffnung, dass die KI weiterfährt. Perfekt. Dann muss ich auch nicht hier rumtricksen, mit Blinker wieder ausschalten. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt jetzt gerade irgendwie Juni, Juli im Kopf. Aber einfach auch nur so spontan. Beziehungsweise sommermäßig in Richtung. Aber es war auch einfach nur ein kompletter erster, ja, Gedankenschuss. Vergessen.
Meine Katze heißt Feline. Ich weiß gar nicht, wie alt ist die jetzt. Jetzt muss ich nochmal nachrechnen. Ich habe sie bekommen damals, da war sie noch 4 Wochen alt und mittlerweile ist sie... Jahre alt. Ja, 16 Jahre alt. Das ist eine, ich weiß gar nicht, was für eine Rasse das ist. Ich glaube, es ist eine normale Hauskatze, so gesehen, aber eine, ja. Hauskatze, Wildkatze, wie auch immer. Ja. Aber ja, so gesehen eine normale Katze, in Anführungszeichen normal, hat eine weiße Grundfellfarbe, schwarze, dunkelbraune und hellblaue, hellbraune Flecken. Ja, war in dem Wurf, ich weiß, waren das jetzt 7? Eine 7 Kätzchen? Ich glaube, das waren 7 Kätzchen. War eine von 2 Weibchen. Die 50. Ordentlich beschleunigen muss ich sie auch nicht. Geht ja gleich wieder auf 60 runter. Ne, 70, ne, meint. Die 70er Tunnel, der 70er Tunnel kommt wieder. Das kam wieder. Mit den Christianshand, ne? War das so? War das so? Ja, war so, war so, war so. Containercargo fahren wir, okay. Schon mal gut zu wissen. Baustelle. Ich mich richtig entsinne. Yep. Und sie ist natürlich wieder rot. Die Ampel. Ups.
Aber noch eine 50er Zone. Wait. Unsicher, ob ich das verstehen muss oder nicht. Okay, auf alle Fälle können wir jetzt ein bisschen schneller fahren. Schon mal gut. Wie zeitlich gesehen sind wir, glaube ich, noch im Rahmen. Ich glaube, 20 Uhr war das, oder? Okay, 22.30 Uhr, nah dran. Passt. Ist ähnlich. Eh 70, okay. Und natürlich wäre die nächste rote Ampel. Wenn wir schon mal dabei sind. Ist eigentlich ein neues Twitch-Update? Ich weiß gar nicht. Bisschenweise Update für Dings für die App. Und wir sind natürlich auf der Autobahn, hervorragend. Oh, die 50, ganz vergessen. Wobei, sind nicht manche auch sogar 70? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine schon. Dann alle 50. Das ist halt echt so lange her, dass ich Euro Truck Simulator 2 oder so gespielt habe. Oder American Simulator 2. Ein bisschen realistischer halten, dass man auch nicht reingelassen wird von den anderen Autofahrern. Das ist ja auch wieder auf 70, ja, auf 60 runter im Tunnel. Wieder im Tunnel. Wow. Was ein Timing. Stimmt, da war ja was. Ich wollte noch ein Dings nochmal anzufügen. Ja, was für der Chat immer alle zwei schon gut anlaufen bei mir, aber passt. So. Neulich auch. Ich glaube, ich wieder in der 70, in der 60 Tonne damit wieder rein, dann schnell. Immer dieses Hin und Her. Das ist doch schon mal, ist wieder schön. Durch die Welt von Eurotruck Simulator 2 zu fahren, auch wenn das immer noch der Stand von vor 9 Monaten ist. Aber das ist schon schön. Hoppla. Das war ein bisschen zu abrupt wieder. Ich glaube, ich muss mich mal einstellen.
mich irgendwie schon gewöhnen, dass die Bremse auf 60, auf 60 sag ich schon, auf 50, ist aber eigentlich noch ein bisschen mehr runter. Von der Bodenwelle. Ach, Containercargo, Mensch. Wir fahren zur Firma Containercargo, wir fahren noch Spielzeug, hab mich schon gewundert. Wieso das jetzt das ist. Oh Gott, ja, nee. Das, nee. Oh Mann. Die 180 Euro, die zahlen wir eigentlich. Das ist unsere bisher beste Ausgabequelle. Kompletten Rahmen. Oh Mensch. Die ganze Zeit wieder ohne Licht gefahren. Hervorragend, wie immer. Man kennt es ja mittlerweile. Okay, vielleicht ist es doch schon einigermaßen gut eingestellt. So im Großen und Ganzen. Mit dem Bremsen. Wieso werde ich jetzt hier... Und das weiß ich doch schon. Und werde ich jetzt gerade bei Disco zugeballert? Oh, grün. Aber das ist echt irgendwie sehr angenehm. Muss ich schon sagen, habe ich schon irgendwie ein bisschen vermisst, muss ich schon sagen, so durch die Gegend zu cruisen. Und ich habe ganz vergessen, wie sehr man dadurch in Schwitzen kommt. Durch die Wärmeausstrahlung. Warum sollen wir jetzt da lang fahren? Warum sagt das Navi, wir sollen da lang? Ist das blöd? Gucken wir uns mal kurz die Map an. Das ist blöd. Das ist, ja. Allein schon wegen der Kurve ist es mit unserem doppellangen Trailer. Ja, unklug.
bin mal echt gespannt, wie lange es dauert, bis wir einem ähnlichen Stand sind. Wobei ich gar nicht weiß, was für einen Stand wir hatten. Ob wir schon irgendwie Richtung Russland gefahren sind. Ich glaube, mit Staffel 2 war das nur, ne? Mit Staffel 3 war das doch gar nicht so gewesen. Na, mal schauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder ordentlich fahren können. Ich bin nochmal gespannt, Ich bin auch noch mal gucken, wie ich mit dem ganzen Veröffentlichen mache, damit halt auch mein Material wird genügend da sein. Das ist halt die Frage, wie schnell ich halt das Ganze. Oh Gott, die KI. Das war knapp. Gott, was für ein Käse. Und dann haben wir es zumindest schon mal geschafft. Ausgerechnet 336 Kilometer haben wir gebraucht. Haben wir gefahren. Sind wir gefahren. Ich glaube 7 Stunden. 227. Ich glaube ungefähr 6. Ich kann nicht mehr reden. 6.590 Dollar. Hallo. Wir machen jetzt Erfahrungspunkte mittlerweile. Endlich mal Level 3 auf hochwertige Fracht.